Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 von Transportfieber. So, Freunde, ich glaube, wir fangen an mit unserer großen Strecke. Wir haben jetzt 55 Millionen auf dem Konto, der Kredit ist komplett abbezahlt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir ja ein bisschen was tun können. Das Ziel ist ja, die Kohle und das Eisen von hier oben hier runterzubringen. Hier steht ja schon der Bahnhof, das haben wir ja schon. Und dazu müssen wir hier lang. Einmal hier so durch das Gebirge durch. Hier oben weiter, hier an der Straße entlang. Das sollte dann relativ günstig werden. Und dann hier ist es wieder relativ flach, das geht. Also, erster Schritt ist, wir brauchen hier oben zwei Depots und zwei Bahnhöfe. Ich würde überlegen, auf welcher Seite wir fahren. Ich würde sagen, wir fahren mit der Linie auf dieser Seite. Dann stellen wir hier den ersten Güterbahnhof hin. Sollte was... Cargo Freight Station ist mir, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ja, die ist ein bisschen... Obwohl, die kostet halt auch nicht die Welt, ne? Auf 240. Dann lassen wir gleich Hochgeschwindigkeitsgleise Die kostet halt wirklich nichts. Und ich finde, die macht sich hier dann schon ganz gut. Ich will mal gucken, ob ich die noch ein bisschen angepasster reinkriege. Nee. Gut, dann machen wir hier den. Dann natürlich gleichzeitig brauchen wir noch ein Straßendepot. Was dann ja das Zeug rüberbringen soll. Beziehungsweise von hier und hier abholen. Hier reichen dann kleine LKW-Stationen. Einmal hier. Und LKW-Station. Ja, den muss ich ein bisschen anders setzen. Den setzen wir nach hier oben. So. Und wir bauen auch gleichzeitig noch ein Fahrzeugdepot. Keine Tanke, nichts fancy. Einfach ein Depot, dass wir hier unten was haben für die Fahrzeuge. So. Dann das gleiche hier unten. Aber hier, glaube ich, reicht... Von hier hinten kommen wir nicht mehr. Das müssen wir dann, obwohl hier oben durch das Gebirge durch, das werden garantiert auch schöne Strecken. Von hier nach hier, dann Georgental. Wir gucken mal. Aber wir bauen hier erstmal, was Fracht angeht, reicht uns hier ein Kopfbahnhof. Ein kleiner, wie unten auch schon. Warte mal, zweite Straßenanbindung. Dann können wir den hier so reinsetzen. Sieht das aus? Ja, ne? Gut, dann flachen wir hier mal ein bisschen ab. Oder gleichen an, besser gesagt. So, das machen wir dann hier oben auch nochmal. Damit das nicht so reingestanzt aussieht. Gut, dann brauchen wir unten natürlich auch noch wieder Straßendepot. Straßendingenskirchen. Wo unsere fleißigen Helfer das Zeug abliefern können. Hier. Und hier oben bei der anderen Kohlegeschichte. Gut. Dann, wie heißt denn das Ding? Mittelwiegstedt, das kann so nicht bleiben, das ist zu lang. Wir nennen das einfach mal Köln. Oder Dortmund? Dortmund. Nicht Bortmund, Dortmund. So, wir nennen das einfach mal Dortmund. So, dann Strecken. Erste Strecke, Schwarz. Von hier nach hier nennen wir Dortmund Kohle 1. Nächste Strecke wieder in Schwarz. Dortmund Kohle 2. Von hier
nach hier. So, dann. Achso, da habe ich den Linienmanager zugemacht. Linie von hier nach hier in, sagen wir mal so ein dunkles Orange, ja. Dortmund, nicht Dortmund, oh, hört sich an wie ein Mittelerde. Dortmund, Eisen 1 und von hier nach hier, nach hier. Dortmund, Eisen 2. Sehr schön. So. Dann geht's los mit den Schienen. Wir nehmen mal schon Hochgeschwindigkeitsschienen. So, dass der Zug nicht gebremst wird von den Schienen, weil ich glaube, die anderen Schienen können ja bloß 120 oder sowas. Und vielleicht nutzen wir die Schienen ja auch noch für was anderes. Ich würde hier allerdings gerne unten drunter fahren. Also bauen wir hier eine Brücke. Dazu muss... Machen wir den Baum weg. So. Ich kann das Straßenpaket übrigens nicht deinstallieren. Ich habe es versucht, da ist mir das Spiel direkt abgeschmiert. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich davon irgendwelche Stationen gebaut habe. Deswegen... kann ich es nicht deinstallieren. Mit 80 km/h ist gut. Nee, M. Kriegen wir eine Brücke hin? Hier so eine schöne... Nee, keine Auffüllung, eine Brücke. Steigung zu groß. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Ja, mit einer Auffüllung geht es, aber nicht mit der... Geht das so? Kriegen wir das so hin? Ein bisschen tiefer? Nee. Probieren wir es mal. Dann müssen wir hier ein bisschen anpassen. Und dann hier so unter der Brücke durch. Ja, das sieht schon mal fast gut aus. Wie kommen wir jetzt hier hinten ran? Sieht das gut aus? Versuchen wir es nochmal ein bisschen ebenerdiger zu kriegen. Das ist, glaube ich, die günstigste Variante. Autosave. So, und dann kommt jetzt der lange Weg. Also, wir laufen hier an der Straße lang. Bis hier und dann gehen wir hier runter. Okay. Sehr gut. Welches Gleis habe ich jetzt? Das erste. Ja, mehr als 160 dürften die eh nicht schaffen. Na, wo ist der Punkt? Ach, ist doch wieder. Dann bauen wir hier halt noch eine Brücke. Und zwar ein bisschen so. Steigung zu groß. Steigung zu groß. Hier geht es gar nicht höher. Steigung. So wird es laufen. Das heißt, wir müssen hier aber auch ein bisschen weiter zurück. Durch den Wald. Das heißt, wir gehen hier... Wir gehen mal von hier aus rüber. 99 km/h. Nicht so optimal, ne? Hier die Ecke ist es halt, die wird nicht schneller, die Ecke. Wenn ich den jetzt hier baue, haben wir dann das Problem, na, geh runter, dass wir, ich glaube, wir kommen hier unten dann nicht durch. Nee, wir kommen dann hier nicht durch, das ist ein bisschen eklig. Mal gucken, ob es so klappt.
Ja, das sieht gut aus. Aber ich hätte es dann doch gerne ein bisschen schneller als so. 90, jetzt ist die Fabrik im Weg. 133, 82, 75, das ist schon mal ganz ordentlich. Ist ja bloß eine Güterstrecke, ist ja keine Strecke, wo irgendwie ein... Und dann müssen wir hier... So in die Richtung. Und zwar... Moment, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, wir müssen hier hinten an dem Holz lang, ne? Ja. Hier so müssen wir lang. Dann gibt es noch einen Tunnel. Den Tunnel würde ich gerne umgehen. Und dann hier einfach ein Kreisel. Ach nee, wartet mal, brauchen wir ja gar nicht. Das kann ja weg. Ach, da hat er jetzt eine Brücke draus gemacht. Uncool. Das sieht kacke aus. Nee. Ups, nein. Hallo? Aufhören. Ein bisschen höher. Dann beeinträchtigen wir die Straße nämlich nicht. Und dann runter. Na, kriegen wir das hin? Nee, wir kommen nicht weiter runter. Ich komme nicht in das Gleis rein. Das heißt... Achso, hier ist auch gar nicht verbunden. Seht ihr das? Der hat eine komplett andere Strecke gezogen, der Sack. Das heißt, wir müssen schon weiter vorne runter. Dann versuchen wir es nochmal. Kollision bei der Terrainabgleichung war ja fast klar. So, hier mal ein bisschen ausgleichen. Dann müssen wir hier die Strecke doch nochmal wegreißen. So, dass wir hier vernünftig runterkommen. Irgendein Tod müssen wir sterben. Ich komme hier nicht ins Gleis rein, ne? Das ist krank. Das ist ja jetzt ja doof. Wie mache ich das am besten, dass ich da ins Gleis reinkomme? Wir versuchen es einfach mal andersrum. Vielleicht geht das besser. Wir versuchen mal von hier rauszukommen. Ja, und er macht da erstmal schön einen Tunnel draus. Der Zug liegt zu tief, der Bahnhof liegt zu tief. Dang it. Der Bahnhof liegt zu tief. Gucken. Bahnhof. Ja, seht ihr das? Der geht sofort. Wir müssen den, glaube ich, irgendwie so setzen. Und dann gucken, dass wir von hier aus Richtung Schiene kommen.
Ja, das sieht gut aus. Und aber was ich vergessen habe, ist hier dich bitte zweigleisig Hochgeschwindigkeit. Kann ich dich noch irgendwie drehen? Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Um schneller ins Gleis zu kommen und also wirklich schneller. 100, 100, 100, 100, ja, das ist doch gut. Und dann gleichzeitig. Ah. Wo ist denn das zweite Gleis? Ach, da ist es. Falsch gezogen. Was habe ich denn hier gemacht? Was ist denn das hier? Merkt man, dass ich ein Noob bin? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Wir füllen das hier mal wieder auf. Sieht ja grausig aus. Und jetzt müssen wir, glaube ich, in kleinen Schritten. Ne, ich komme hier nicht ins Gleis. Das ist so krank. Ach, da steht noch was rum. So, dann nehmen wir die hier auch noch mal weg. Weil theoretisch funktioniert es ja. Steigung zu groß. Das ist nicht gut. Autosave. Dann brechen wir das mal weg. Das ist schwerer als gedacht. Das sieht in anderen Let's Plays immer so einfach aus. Kollision bei der Terrainabgleichung. Ach, wegen der Aufschüttung. Nee, warte mal, das ist ja auch gar nicht. Kann doch nicht sein, dass ich den Bahnhof nicht angewählt kriege. Da ist der Winkel, genau, das habe ich mir fast gedacht. Das ist, Gefälle ist zu hoch. So, mal kurz hier. Ja, ich weiß, hier unten ist irgendwie eine Strecke. Ist hier. Diese hier ist gekappt. Das ist nicht. So, wir versuchen es mal von ein bisschen weiter hinten. Nein. Das ist also eine Mistposition, einen Bahnhof hinzubauen. Sehr gut. Wissen wir das jetzt auch? Komme ich hier irgendwie runter?
Ja, auch nicht weit genug. Ja, ist ja egal, ob ich da schöne Brücken habe oder nicht. Ich komme halt einfach nicht auf den grünen Nenner. Ich komme nicht. Da ist es viel zu hoch. Millionen für Strecken ausgegeben, die nicht funktionieren. Sehr schön. Was ich nochmal versuchen könnte, ist hier generell ein bisschen Platz nach unten zu schaffen. Aber das hilft, glaube ich, auch nichts, weil er zieht ja sowieso eine Brücke rein. Ich komme hier nicht auf den grünen Fleck. Sieht aus wie so ein Meteorkrater-Einschlag. Da geht er sofort wieder in eine. Eine Brücke. Und ich kriege ihn auch nicht runter, ich kriege ihn nur hoch. Obwohl, wartet mal. Na, hier schafft er auch nicht. Er geht nicht, also es ist, der Winkel ist zu steil. Ah, wartet. Wir nehmen mal kurz Brückenpfeiler-Kollision. Wir machen das hier mal alles weg. Müssen wir die Straße nachher komplett neu bauen? Ist mir jetzt gerade relativ. Aber wir kommen auf einen relativ guten Weg. Die Neigung mal rausnehmen. Kriegen wir jetzt die Verbindung hin. Das sieht... Nein, das ist wieder schief. Kollision bei Terrangleichung. Oh, endlich! Meine Herren. War schwerer als nötig. Ich hoffe mal, das bringt nachher auch was, ey. Ja, ich mag's doppelgleisig. Die Frage, ob wir damit unter die Brücke durchkommen, die wir gebaut haben. Zum Glück ist der zweite Schienenstrang immer nicht so teuer. Weil ich befürchte, wir müssen hier zweigleisig fahren, weil wir doch die eine... Jetzt kommen wir an der Straße nicht vorbei, wetten wir. Doch, schaffen wir. Das schaffen wir auch noch. Aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Aber das ist ja nun dann kein Problem, das einfach mal zu ändern. Was haben wir denn hier? Das ist ja strange.
Habe ich mir fast gedacht. Und zwar gehen wir jetzt, dann wäre das von denen. Der geht in das Gleis. Und der nimmt das Gleis. Dann haben wir das schon mal schön geordnet. Kommt hier eine Highspeed-Weiche rein. Hier auch. Ist das gut? Ja, sehr gut. Nee, ich will keine Wimpelampel. Ich will hier die... Zack. Zack. Und zack. So. Hier unten nehmen wir dann wieder das... der hat da bloß ein Ding, ne? Das ist okay, gut. Dann kommen wir hier mit einer... Na, ich würde hier schon gerne mit einer Highspeed-Weiche rein. Also mit einer möglichst großen, schnellen Weiche. Bau nicht möglich, okay. 80. Ah, 129, ja, das ist okay. Dann kommt hier ein Zeichen hin und hier, so dass der zur Not auch noch rausfahren kann. Sehr gut. Kriegen wir hier irgendwo noch eine Weiche reingebaut? Die Stelle sieht doch relativ gut aus. Ups. Ist auch eine schöne, ja, schöne schnelle Weiche, ist übertrieben. Wartet, da war der Punkt. So, dann ein Zeichen hier und ein Zeichen hier. Dann haben wir das. Dann setzen wir unterwegs noch ein paar Blocksignale. Falls wir mal mehr Züge auf der Strecke haben. So, so. Die müssen dann andersrum hin. Das habe ich jetzt hier oben total vergessen. Das ist der Block da. Der Block hier. Ist dann hier. Der Block hier. Endet hier. Der Block endet hier. So. Dann hier kommen wieder Kreuzweichen rein. Mal gucken, 160 mit 79 hinten raus, 80, 100. Dann kann er hier schön mit 100 über die Kreuzweiche schieben. Finde ich, ist ganz okay. Dann dazugehörig die Ampelsignale. Zack. Dann haben wir hier... Nee. Doch, hier ist noch ein guter Punkt für eine Kreuzweiche. Steigung zu groß. Na, sauber. Hier hört so auf, ne? Ja, dann gehen wir hier nochmal die andere Strecke. Machen wir das halt so rum. Ups, so. Dann muss... Hier muss noch einer hin eigentlich.
theoretisch. Hier noch so. Gut, dann bauen wir mal die Linie. Feuerrot. Ich habe gesagt Feuerrot. Das ist Eisen, Kohle, Stahlwerk. Und zwar, na, wir fangen mal auf einer Seite an. Mach das mal zu, bitte. Ach, hier. Total verwirrt. Von hier nach hier nach hier. So, jetzt gucken wir mal, wie er die Strecke fährt. Einfach nur einspurig. Ich könnte schon wieder. Alles einspurig. Habe ich die Signale falsch gesetzt? Hier habe ich zum Beispiel gar keine Signale, sehe ich gerade. Nee, das kommt weg. Wo beginnt hier die Weiche? Hier, ne? Ja, hier steht ein Signal. Was ist, wenn ich das wegnehme? Passiert gar nichts. Also mit dieser Signalführung, da muss ich mich echt noch auseinandersetzen. So. Na, jetzt fährt er definitiv nur einspurig. Wenn ich jetzt hier unten das Signal hinsetze, hilft das? Nö. Auch nichts. So, was sind dann unsere X-Weichen? Bringt auch nichts. Also hier oben fährt er jetzt zweispurig, ne? Auf der einen hin, auf der anderen zurück. Das sieht hier ein bisschen blöd aus. Und hier fährt er auch, naja, teilweise zweispurig. Okay. Wie lange ist denn die Folge jetzt? 33 Minuten. Ja, das haben wir noch ein paar Minuten, um das hier rauszufinden, was hier los ist. Ob ich hier einfach die X-Weiche wegnehme? Dann hat er gar keine andere Wahl, als zweigleisig zu fahren. Hier ist auch noch eine Weiche drin, die weg kann. Dann fährt er wieder komplett eingleisig. Okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Jetzt fährt er komplett eingleisig. Weil er keine Möglichkeit hat, in das andere Gleis zu kommen, wahrscheinlich. Ne? Das nutzt er jetzt nicht. Wo ist meine X-Weiche? Hier sind die Blocksignale. Hier fährt er dann plötzlich auch alles bloß noch eingleisig. Ich verstehe es nicht. So. Ich brauche eine relativ gerade Strecke. Das sieht gut aus.
Steigung zu groß. Okay. Ne, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Die Frage ist, wie trickse ich ihn aus, dass er beide Gleise benutzt. Hier hat es ja irgendwie funktioniert. Hier fährt er dann plötzlich zweigleisig. Ah, ich könnte wetten, wo. Ich weiß, woran es liegt. Wenn er nicht angeschlossen ist. Nee, passiert doch nichts. Wenn ich hier ein Signal ransetze. Dann findet das nicht, okay. Setze ich jetzt auf der anderen Seite ein Einbahnstraßensignal. Ich will ja, dass er von der Linie auf die Linie wechselt. Also müsste ich theoretisch so reinziehen. Richtig? Richtig. Und das am besten schon weit, 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 weit vorne. Autosave. Steigung zu groß. Wenn ich jetzt hier ein Signal hinsetze mit Einbahnstraße. Ich muss das so setzen. Er kommt hier raus, müsste dann eigentlich hier rüber laufen. Sehr schön. So, jetzt haben wir das so, wie ich es haben will. War zwar ein bisschen krumm und quer und die kann jetzt, glaube ich, auch weg. Nein, jetzt ist das wieder nicht. Er soll doch. Wieso macht er das nicht? Nee, hier nicht. Nein, Gleis. Wieso steht denn da noch ein halbes Gleis rum? So. Ich finde es komisch, ganz ehrlich.
Hier fährt er auch nicht ran. Muss das einer verstehen? Ach. Ich glaube, wenn dann andersrum. Auch noch wieder rausgeschmissenes Geld. Hier fährt er wieder zweigleisig. Ich verstehe es nicht. Dann muss hier definitiv ein Signal hin, falls er von oben kommt. Wenn der jetzt von unten kommt, muss der es stoppen, falls der von oben kommt. Und hier oben, da ist ja bloß eine halbe Weiche. Hier oben muss er stoppen, wenn er von unten kommt. Und auf der anderen Seite. Kriege ich auch gar kein, doch hier, da ist schon ein Signal, okay. Der muss warten, falls er da, ja gut, das ist ja hier das Blocksignal noch. Ist egal, aber ist jetzt wurscht. Ich kriege das schon irgendwann hin. So, damit haben wir die Strecken schon mal drinne. Und in der nächsten Folge kaufen wir uns dann Zug. Dafür setzen wir hier nochmal ein Depot hin. Drehen das mal ein bisschen. Ups. Drehen das mal ein bisschen. Da reichen die alten Gleise. So, hier. Zack. Von hier aus. Das Gleis sieht irgendwie komisch aus, aber er ist drin, sehr gut. Und von hier aus in das Gleis. Das müsste passen, machen wir den mal aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus und das sieht auch gut aus. Sehr schön. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Und tschüss.